Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Stappenbach. So, wir waren schon stehen geblieben. Sollen wir schon mal gucken. Rede mal halten. Ah ne, Unkraut, da steht hier vorne, weil ich Unkraut Pflanzenschutz spritzen wollte. So war es, genau. Jetzt macht sich wieder Klick-Klack. Wir wollten doch Pflanzenschutz raushauen. Sind wir gestern bestimmt vorgefahren. Am Folgenende. Eben zwar bis Vorstunden dazwischen. Also. Aber manchmal halt. Verkalkung. Ist mir jedenfalls manchmal. Leise rieselt der Kalk. Ist nämlich so, man. Naja. Morgen. Ich habe schon spät, also ich habe schon Abend. Spät am Abend ist gemeißelt, aber bei mir ist es halt nicht so nur in der Früh, 18 Uhr am Abend. Nur so erwähnen. Ich muss jetzt den Sputen mit dem aufnehmen. Weil die Weile. Ich habe mal anderes zu tun. Lüften. Livestream vorbereiten. Wo soll eigentlich der Livestream starten? Damit ich A die Folge durch habe und B gelüftet habe. Ach, wenn ich auch keinen Bock mehr so. Nach dem Stream hat man dann meistens keine Muse mehr. Das ist bei mir, will ich sagen, die Luft raus, aber morgen noch arbeiten muss am Sonntag. Schwierig. Das wäre das Ding natürlich erst am Montag, leider. Ist das nun mal. Bei den Dienstag oder Mittwoch war ich so quäle nach Arbeit, da hab ich Bock mehr irgendwas. Da habe ich mal den Vorsprung von 2 Folgen vorproduziert, mit auf jeden schrumpfen lassen. Seilen. Ready. Da hab ich schon. Da bin ich nur im Dienst. Ein bisschen auch zu tun.
geht wieder. Mittwoch geht auch. Donnerstag, Freitag kann ich das Spiel vorproduzieren. Wochenende drauf habe ich auch wieder spät. Kommendes Wochenende. 2 Wochen hintereinander bin ich dann mit Arbeiten. Daran, dass ich den Dienstplan im November nicht ganz einfach. 2 Wochen am Stück gehen mit jedem Tag frei, dazwischen am Tag fällt euch ein Stück Bein. Wurde den sogenannten Buß- und Bettag frei gehabt. Von letzter Woche Montag, Dienstag wäre ich gegangen, Mittwoch frei gehabt, dann von Donnerstag an bis nächste Woche Freitag durchgelaufen. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht mit. Ich gehe keine 11 Tage und habe den, also keine 12 Tage, wo ich mir den Freitag dazwischen habe. Da meine Arbeit doch körperlich anstrengend ist, ich nicht mehr wirklich der Jüngste bin, merke ich solche Dinger. Das rächt sich dann bei mir. Da ich sowieso durch den Urlaub und krank relativ aus der Form gekommen bin. Der Form passiert man, also so schnell an Form und Leistung stirbt man gar nicht. Vor 2,5 Wochen, wo ich wirklich nichts körperlich Anstrengendes gemacht habe, ja, durch die Erkältung, die ich hatte, 1,5 Wochen flach lag. Den Urlaub habe ich ohne wirklich was gemacht. Dazu bin ich meiner Schande gestehen. War auch schon ein bisschen antriebslos, matt und bäh. Habe ich lieber gestreamt und der Stream ist ja nicht unbedingt anstrengend. Die Stimmbänder ja, aber körperlich mehr. Wenn man hier, sage ich mal, noch ein bisschen was zu schleppen und zu organisieren. Näher meinen Beruf zu erwähnen. Begründen, ja, nicht, dass ich Angst habe, dass mich von euch jemand besuchen kommt, sondern ich weiß, dass mein Arbeitgeber gerne möchte erwähnt werden in der Öffentlichkeit, ohne sein Einverständnis. Daher, dass mich von euch jemand besuchen kommt, die Chance hier ist unwahrscheinlich. Ja, doch, von den meisten Leuten von euch wirklich eine ganze Ecke weit weg, ohne arbeite. Sendebar von meinen Abonnenten, da weiß ich, wo die herkommen. Also ich finde, das so der allgemeine Durchschnitt ist, ohne ich so ganz schön weit weg. Also wenn ich so auf die Statistik gehe, habe ich ja relativ viele Deutschland, dann kommen bei Österreich, Frankreich, Schweiz, habe ich so, Hessen sind auch so ein paar, die gucken, wenn ich so auf die Analytics gehe und mir so guckt, in welchen Ländern halt so die Top 5 Länder sind, wo meine Videos geguckt werden. Würde ich sagen, da sind die tschechischen Zuschauer noch am nächsten dran. Tschechischen Grenze 30, vielleicht 40 Kilometer. Über den Daumen gepeilt. Ja, es ist. Und dann rum. Aus. Aber schon mal so ein Blick auf die Linie hier. Ohne dass wir GPS geeiert sind. Bin ich begeistert. So. Ganzen Projekt dann heute abschließen können und ich bin da optimistisch, dass es heute klappt alles.
Eins. Halbzeit. Ah ja. Letzte noch. Es geht. Ja, und dann bitte, was ich. Jetzt im Hof andere Forster geschnappt. Vielleicht Lenefeld Waffen, aber besser nichts. Einfach mal so zu sagen.
machen oder nicht. Wand fahren wir das besser aus. Leider muss. Okay, jetzt gut. Weiter. Verfahren. Jetzt kann ich das schwerer erkennen. Ja, per. Voll gewesen. Aber nun ja, so ist das nun mal. Haben wir fertig? Wir haben wir noch, wir haben hier oben noch bis hochziehen. War es das so gut wie, würde ich sagen. Feldrand Anschnitt. Baum. Schwierig. Aber denkt man, kriegt man geregelt. So, Pflanzenschutz haben wir wie gesagt abgeschlossen. Also das Feld hier düngen. Und mit dem Feld bearbeiten soweit fertig. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge fertig, das Düngen. Kommen wir nämlich jetzt zum Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.